Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 3, heute auf der Map Grand Bazaar oder Großer Bazaar. Diesmal mit dem Sturmsoldaten, mit der ASVL. Und dann treten wir mal bei, joinen wir mal unseren Kollegen und unterstützen den mal ein bisschen. Ist ein Colonel 100er, also von daher, der hier auch so halb im Boden drin liegt, jetzt wieder rauspoppt. Granate. Granate nicht gut. Aber Granaten haben wir auch. Die auch wieder zurückkommen. Sehr gut. So. Können wir zwei Leute wiederbeleben. Das ist gut. Granate, Granate. Da steht wer. Zufälligerweise, wenn wir jetzt natürlich eine RPG hätten, das wäre ja richtig klasse. So, stellen wir uns hier mal einen Weg rein. Einfach mal drauf los schießen, bringt natürlich auch nichts. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Alter. Das mit der RPG hat wohl auch jemand gedacht. Da haben wir wen getroffen. Einer von unserem Team ist verletzt. Oh, scheiße, Granate. Mann, dass die auch nicht leer, ne? Andauernd weg. Schon wieder Granate. Leute, Leute, Leute. Diesmal haben wir auch was auf die Schnauze bekommen. Es reicht. Ich glaube, die haben an einer Munitionskiste stehen. Oh, da steht schon eins. Kurzer Ruckler. Sieht man wahrscheinlich im Video eh wieder nicht. Da kam der Tod von hinten. Ungeil. Oh, wieder so ein Colonel 100er. Da machst du nix. Da machst du nichts. Warte mal, wo steht denn der? Ich glaube, der steht da nicht so günstig. Geh mal vom UAS-Einsatz aus. Vom Einsatzpunkt. Gehen wir mal zum Bazaar. Warte mal, die Überquerung da über die Straße ist, glaube ich, nicht das sicherste. Ich glaube, da kann man besser hierher laufen. Alter. So. Erinnert mich ein bisschen jetzt an Medal of Honor Warfighter. Da haben die wohl ein bisschen was kopiert. Also die Gebäude sahen schon echt so ähnlich aus, diese eine Stelle. Da haben wir ja auch den Singleplayer Let's Played. Oder ich. So, erster Abschuss. Ja, Kopftreffer und alles. Da haben wir noch wem im Arsch gerettet hier. Mal dabei. Vorne kommt ihnen ein Wagen. So. Aber auch die Flagge erobert, muss ja auch sein, ne? Wenn man. Ach ja, genau, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wir Conquest spielen. Kommt früh, kommt sehr früh. Denn ich habe keinen Rush-Server gefunden. Das ist wohl nicht mehr so in. Okay, da haben wir auch wieder jemanden erledigt. Oh, das ist einer von uns. Leider erst spät gesehen. So. Hier geht's aber ganz schön zur Sache. Können wir uns hinter so einem Ding hier verstecken? Mal ein Granätchen rüber. Ich meine, der Schein von der Lampe ist schon heftig, ne? Okay, ich weiß nicht, wie sicher das ist. Oh, das war eine wunderbar gute Idee, den wiederzubeleben. Oh, danke. Vielleicht sogar doch, weil er uns jetzt auch animiert hat. So, gut. Ich habe als Spezialausrüstung habe ich Granaten dabei. Die sich gerade gelohnt hat, wie man sieht. Auf jeden Fall jemanden erwischt. Ah, hier steht schon ein Medipack. Aber ganz sicherlich nicht. Ich den Schuss auf mich lenken. So. Hier ist schon mal alles clean. Das hat weh. Ich glaube, da steht wer mit einem LMG oder so. Ganz ungut. Ganz ungut. Sollten wir doch raus. War nicht so gesund mit der Granate. Okay, schon mal sicherer jetzt hier.
welcher Richtung kommen die denn? Doch von da. Da hinten hat wer den Tank oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwas Motorisiertes fährt da hinten, glaube ich, rum. Och, super. Ich liebe das, wenn die mit den Rauchgranaten rumsprühen. Es gibt nichts Geileres. Das hier ist nämlich das Resultat. Man sieht nichts. Gar nichts. Huhuhu. Da haben wir auch noch wen im Arsch gerettet. Mit dem Kopftreff. Och, lass das doch mit dem Scheißrauch. Was soll das denn? Bringt nichts, ey. Ich hasse das. Selber benutzt. Ich habe, glaube ich, noch nie... Ich einmal mit drauf geschossen. Haben wir nicht mehr gekriegt. Dafür ist die Waffe zu ungenau mit dem Schalldämpfer da drauf. Aber sonst ist sie doch ganz praktisch. Ja, die ASVL hat ja diesen eingebauten Schalldämpfer. Der ist ja standardmäßig dabei. Oh, Kacke. Was hat uns denn da getötet? Würde ich ja mal gerne wissen. Eine M416. Das ist natürlich schon Nonplusultra. Ich will nicht mal mit diesen... Letztes Mal haben wir ja schon mit der M16 gespielt. Das sind ja schon recht gute Waffen. Ach, fuck. Ich glaube, wir waren markiert. Deswegen hat er uns gesehen. Nee. Oh Gott, den Colonel 100 haben wir auf 1% runtergeschossen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hm. Das andere Team führt auch. Verfluchte Granate, kann man so sagen, da hinten. Nein, warum bin ich denn so am Failen? Ich glaube, ich wähle doch eine andere Waffe aus. Hätten wir jetzt die M4 gehabt, dann hätte ich den weggeknallt. Kann ich meinen Arsch drauf verwetten, das wäre wirklich so gewesen. Dann nehmen wir jetzt auch mal die M416, die Heckler und Koch. Schöne deutsche Waffe. Wissen ja viele nicht. Kommt aus demselben Hause wie die G3. Ja, hier in diesem Fall ist ja die G36C, die wir hier in Battlefield haben. Oh Gott, da fällt irgendein Tank irgendwo rum. Links. Ich habe ja jetzt hier mein 7.1 Surround Sound Headset. Das ist schon viel geiler, als wenn man mit... nur Stereo spielt, wie sonst immer, müsste ich mir eigentlich angewöhnen, macht aber sonst irgendwie nie, weil zu umständlich. Hier sind wir aber echt am Arsch der Welt. Okay, links ist B. Da hinten schießt wer. So einfach ist das mit der M4. Mit der ASVRL wäre es nicht so einfach gewesen. Ha! Haben wir den nächsten gekriegt. Jetzt läuft es auch wieder. Muss man einfach nur mal die Waffe wechseln. Letztens hatte ich eine rege Diskussion mit einem im Chat. Auf Englisch allerdings. Aber ich glaube, er war auch selber nicht Englisch, von daher. Weil sonst sind die dann meistens überlegen. Naja, ist auch egal. Er meinte so, ja, warum spielen denn alle mit M16 bzw. M4? Ehrlich gesagt, weil es halt eben die besten Waffen sind in diesem Spiel. Ja, das ist doch voll gay und so, voll schwul. Dann meinst du so, wieso ist das schwul, wenn man mit Waffen spielt? Warum sollte man mit schlechteren Waffen spielen, wenn es auch bessere gibt, um ja, sich selber Nachteile zu schaffen? Das ist doch dämlich, ne? Ja. Er hatte auch keine guten Gegenargumente gehabt. Oder Aussagen, richtiges Argument ist es ja eigentlich nicht, aber wir wollen ja mal hier nicht kleinlich sein. Das sind unsere. Alles clean. Durchgang. BE. Naja. Weißt du, wenn du manchmal auf Ami-Servern spielst und dann mit irgendeinem Ami eine Diskussion führst, bist du meistens unterlegen, weil die haben halt eben größeren Wortschatz und irgendwann. Labern die eine Scheiße, keine Ahnung. Ich meine, ich kann zwar Englisch relativ gut, aber... Ja, was heißt relativ gut? Ich kann's sprechen, ne? Aber wenn er natürlich gegen so einen Einheimischen, ne? Ist ja auch eigentlich egal. Eigentlich ist es ja auch hier kein
kein Chatroom, sondern es ist ja hier ein Spiel. Das verwechseln ja manche. Das ist ja leider so. Aber besser, als wenn einem irgendwelche Kinder einen Tinnitus in die Ohren schreien. Gott, hab ich gefailt, ey. Scheiße, ey, das ging ja mal gar nicht. Das war ja mal richtig fail. Da hinten kommt wer, vielleicht belebt der uns wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Kack, das, weiß ich. Na, da war die Tischkante zu Ende, deswegen. Bisschen peinlich, da hinten fährt der Tank rum. Er ist kein Tank, sondern nur ein Jeep. Der Tank gehört uns. God damn it, fuck, ja. Okay. Kaboom, hat's ja gemacht, das war die... Das war der Jeep oder das Quad oder was auch immer. Mein Gott, ich bin nicht so fahrzeugaffin in diesem Spiel. Meistens spiele ich ja eher auf engerem Raum, so Infanterie und so ein Zeug. Das ist eigentlich eher meine Sache, deswegen habe ich jetzt hier auch nicht so eine hohe KD. Aber es geht auch nicht immer um die KD. Da haben wir doch mal jemanden erledigt. Aber ich glaube, wir wurden von einem richtig guten Kill. Konnte ich jetzt nicht mehr sehen, aber es muss wohl so gewesen sein. Merkt man dann einfach. So, kurz nachladen. Ganz gut aus. Was hat alles nämlich? Ist aber immer am Pissen hier, ne? Nie hast du hier gutes Wetter. Mann, 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 Mann. Fährst du in so ein Land rein, in so ein sonniges, ne? Und dann hast du noch scheiß Wetter. Ich glaub's ja wohl nicht. Von hinten? Scheiße. Ich lauf da auch noch rein. Ich wollte eigentlich, ich dachte, diese Ecke da, wo man sich drin verstecken kann, wäre etwas näher. Aber der scheint auch nicht schlecht zu sein. Das ist dieser Adrian R6. Der war das, glaube ich. Sind schon dreimal gekillt. Naja. Gute Arbeit, Männer. Das Einsatzziel ist erobert und wir können zurück zur Basis. Ich würde mal gerne wissen, wie lange ich schon aufnehme. Hä, hey, warum gucke ich eigentlich nie auf die Uhr, ey? Ich bin echt verpeilt teilweise. Alle Stationen gehören zu uns. Alle Flaggen, sagen wir es mal so. Was sind eigentlich die lecker Gegner? Wir müssen auch mal was auf die Fresse bekommen. Ich blende mal hier die Minimap etwas größer ein. Popo Gegner. So. No Base Rape, das ist auch zum Kotzen. Also wird die gerade eingenommen. Sieht so aus, ne? Schon lange nicht mehr gespielt. Früher war das mal ein Kreis, oder nicht? Da hinten stehen sie irgendwo. Da. Kriegst du ja auch nicht. Ich mach mal die Map wieder etwas kleiner. Heißt ja auch Minimap und nicht, was weiß ich, Monster-Map. Oder so. In der Art. Okay. Nehmen wir die Flagge mal wieder ein. Hängen wir mal eine Ami-Flagge auf. Okay, Leute. Ah, ist er noch nicht. So, jetzt. Flagge erobert. Unser Team, da sieht es jetzt doch wieder besser aus. Zwischendurch waren wir ja mal am Verlieren, aber mittlerweile sieht es ganz gut aus. Ah, hier geht es ja eh nicht weiter. Okay, okay. Da ist er gestorben. Das heißt, der wurde getötet. Ah, da liegt schon Medipack so gut. Wo sind die Gegner hier? Vorne ist einer. Den haben wir noch gekriegt, aber selber hier auf die Fresse bekommen. Und den hier können wir ja wiederbeleben. Oh, 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 oh. Uncool, uncool, richtig uncool. Habe ich erstmal den Tank markiert, aber das ist jetzt zu Ende. Dein Team hat gewonnen. Nachdem wir Rush letztes Mal verloren haben, muss ich die ganze Zeit rülpsen jedes Mal. Ich auch versuche ja immer zu unterdrücken, weil es kommt ja schon assi. Ich könnte manchmal so krass ins Mikrofon rülpsen. Ich glaube, da würden bei euch noch die Wände wackeln. Aber hier, er hat es natürlich gemacht. 54 zu 9, das ist ein Traumverhältnis. Wahrscheinlich über 1000 Spielstunden.
Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play Battlefield 3. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's mal... Was machen wir denn mal? Teheran-Schnellstraße? Wäre, glaube ich, mal eine coole Idee, oder? Machen wir mal Teheran-Schnellstraße. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und haut rein!